Herren. Liebe Jugend, liebe Kinder, für den Alpenverein St. Margarethen am Tarab darf ich die diesjährige Jahreshauptversammlung zum 50-jährigen Jubiläum der Sektion St. Margarethen am Tarab herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Hausherrn der wunderschönen Hügellandhalle, Herbert Miesler, mit Frau. Altbürgermeister Johann Klettler. Weiters begrüßen möchte ich von den Sektionen und vom Alpenverein Dr. Norbert Hafner vom Landesverband Steiermark, sehr gegrüßt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Bericht des Obmannes. 2017 war an sich wieder ein starkes, wundersames Alpin-Jahr für unsere Sektion. Und vor allem hervorzuheben ist, dass es ein unfallfreies Jahr 2017 war. Und unter der Prämisse Ehrenamt gab es viele gut besuchte Veranstaltungen, alpine Touren, ein Danke allen fürs Mittun und fürs Mitorganisieren. Der nächste Punkt ist der Finanzbericht. Und ich darf unseren neuen Kassier Philipp Diebert Reichmann heraufbitten. Das zweite Konto, das wir führen, ist für die Felix-Bacher-Hütte. Da möchte ich natürlich die Familie Reitbauer sehr lobend erwähnen. Die führen das sowas von perfekt. Also wir haben hier jedes Jahr Zuwächse, Ermächtigungen. Ja, und somit bin ich auch schon am Ende. Ich sage recht herzlichen Dank und ich wünsche noch allen einen wunderschönen Nachmittag und vor allem Abend. Danke. Danke, Philipp. Gut, dann brauchen wir die Rechnungsprüfer. So, auch von mir einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott. Wir, der Herr Schaffernack und ich, haben am 19. März die Kasse geprüft. Sie wurde hervorragend geführt und ist in allen Bereichen in bester Ordnung. Die Frau Elfi Schützenhofer hat mit Kassier Philipp Diebert Reichmann einen würdigen Nachfolger bekommen. Herzlichen Dank an Philipp für die übersichtlichen Aufzeichnungen und für den Zeitaufwand, den er dafür geopfert hat. Dann gehe ich über zum Abschluss der diesjährigen Jahreshauptversammlung und möchte alle recht herzlich einladen zu einem geselligen gemeinsamen Mittagessen. Der Alpenverein anlässlich der 50 Jahre ist soweit spendiert. Es kann jeder essen, was er mag. Auch das Trinken steht zur Verfügung. Und jetzt hoffe ich um einen Applaus. Ja.